Wir sind heute auf der Eiderstedt-Querbahn unterwegs und fahren von Bad St. Peter-Ording bis nach Husum und wieder zurück. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir schauen mal auf die Karte. Wir sind natürlich wieder im Norden unterwegs, in Schleswig-Holstein, auf der Halbinsel Eiderstedt. Und hier können wir auch einmal sehen, wo genau die Route hier langführt, über Tönning bis nach Husum. Zum Einsatz kommen hier noch Lindt-Triebwagen der Deutschen Bahn und wir schauen mal rein in die erste Klasse. Ich bin nämlich heute in der ersten Klasse hier unterwegs und wir sehen schon die gleichen Sitze, ein anderes Farbmuster. Aber zusätzlich gibt es Kopfpolster, Tische und Steckdosen. Voraussichtlich ab Ende 2023 wird hier dann RDC Autozug, also der Betreiber des blauen Silt-Shuttles, die Strecke mit Akkutriebwagen von Stadler übernehmen. Wir haben jetzt Bad St. Peter-Ording verlassen und man kann es hier vielleicht noch erkennen. Früher war der Bahnsteig hier deutlich länger. Es gab hier zwei Gleise und sehr viel längere Bahnsteige. Heute aber nur noch ein Gleis und ein Bahnsteig. Hier passieren wir gerade die Deichquerung. Hier kann also bei Sturmfluten und Hochwasser ein Deich geschlossen werden. Das ist eine der wenigen Kunstbauten entlang der gesamten Strecke. Hier erreichen wir den ersten Halt, Bad St. Peter Süd. Und jetzt geht es einmal quer über die Halbinsel Eiderstedt, deswegen auch Eiderstedt-Querbahn genannt. Dabei fahren wir eigentlich ausschließlich durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und das meiste sind hier die, wie ich auch schon im Video zur Nordbahn von Büsum ausgesagt habe, sehr schönen und sehr großen Weideflächen für vor allem Rinder, aber auch Schafe und Ziegen. Es folgen jetzt noch weitere Bahnhöfe, das sind alles relativ kleine Ortschaften, einige davon auch Bedarfshalte. Die nächsten Orte sind dann Tating, Sandwehle, Garding, Karinenherd, Karting und dann kommt mit Tönning der nächste große und wichtige Bahnhof. Auch das hatte ich ja schon im Nordbahn-Video erwähnt. Auch wenn es hier eine sehr flache Landschaft ist, finde ich es landschaftlich wirklich sehr, sehr schön. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hat natürlich auch immer viel damit zu tun, dass wenn man in eine Region kommt, die landschaftlich ganz anders aussieht als das, was man gewöhnt ist, dann findet man das meistens erstmal toll. So wird es sicherlich auch bei mir sein, aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich ein bisschen in die Landschaft hier verliebt. Es ist wirklich einfach sehr, sehr schön hier. Hier erreichen wir jetzt Tönning. Hier gibt es tatsächlich einen Kopfbahnhof und in diesem Kopfbahnhof begegnen wir auch dem Gegenzug. Somit wechseln auch wir jetzt die Fahrtrichtung und fahren dann weiter in Richtung Husum. Auf diesem Abschnitt passieren wir dann noch die beiden Orte Hableck und Witzwort. Auffällig ist an der Strecke sind die Abstände der Haltepunkte und Bahnhöfe zu den Ortschaften selbst.
Einige Bahnhöfe liegen wirklich mitten im Nirgendwo. Vor allen Dingen Karting und Witzwort liegen wirklich extrem weit ab von den Ortschaften. Da gibt es verschiedene Begründungen dafür. Hauptsächlich wird es wohl an den Baukosten gelegen haben und an der optimalen Streckenführung. Man sagt aber auch, dass im 19. Jahrhundert die Eiderstädter Angst hatten, dass die Bahnverbindung schlechte Leute ins Dorf bringen würde und deswegen die Bahnhöfe so weit von der Strecke entfernt seien. Ob das stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist tatsächlich eine der Erklärungen dafür, denn es ist wirklich sehr auffällig, dass einige Bahnhöfe eigentlich absolut mitten im Nirgendwo liegen. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass diese Bahnhöfe dann trotzdem nicht stillgelegt werden, sondern weiter in Betrieb sind. Gerade in der aktuellen Verkehrswende wird es sicherlich gerade auch auf so einem platten Land wie hier viele Leute immer noch geben, die dann sagen, sie fahren von dem Ort mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann zu ihrer Arbeit, zur Schule, wie auch immer. Aber ich denke, dass auch diese abgelegenen Bahnhöfe durchaus ihre Berechtigung haben und vielleicht auch in Zukunft wieder wichtiger werden könnten, eben weil sich immer mehr Menschen Gedanken über eine umweltfreundliche Möglichkeit zu reisen machen. Das wird ja hier nochmal verbessert, indem dann in Zukunft hier auch die Akkutriebzüge fahren. Hier erreichen wir jetzt den Bahnhof von Husum. Wir haben schon einige Kilometer vor Husum das Ende der Eiderstedt-Querbahn erreicht und auf die Marschbahn gewechselt. Da gibt es auch nochmal eine Besonderheit, und zwar hat man dort aus Kostengründen eine Weiche eingespart und deswegen fahren wir von der Einmündung der Eiderstedt-Querbahn, die Marschbahn, bis nach Husum entgegen der Fahrtrichtung. Das ist sehr ungewöhnlich, gerade auch auf der Marschbahn, auch da nehme ich nochmal Bezug auf das Nordbahn-Video. Dort hat man ja extra eine Unterführung gebaut, eine sehr aufwendige Unterführung, damit man die Gleise der Marschbahn nicht überqueren muss mit dem Zug. Hier hat man jetzt sogar einen kilometerlangen Abschnitt, wo man entgegen der Fahrtrichtung fährt. Das ist natürlich bei Verspätungen nicht gerade zuträglich. Deswegen ist es auch interessant hier. Vielleicht wird das in Zukunft dann auch nochmal geändert. Im Moment aber tatsächlich eine etwas ungewöhnliche Lösung. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die ganzen Zwischenbahnhöfe, die wirklich sehr, sehr klein sind und weit ab von allen umliegenden Ortschaften. Es war übrigens nicht immer so, dass die Züge über die Marschbahn geführt werden. Früher gab es ab dem Bahnhof von Husum eine eigene Trasse, die wurde aber zwischenzeitlich stillgelegt und durch die Variante über die Marschbahn ersetzt. Der Abschnitt bis nach Tönning wurde bereits 1854 eröffnet und war Teil einer Bahnstrecke bis nach Flensburg. Ein Teil der Strecke ist auch heute noch aktiv, nämlich von Husum geht es weiter nach Lübeck. Dort fährt halt ein Regionalexpress nach Kiel. Der Abschnitt bis nach Garding wurde dann 1892 eröffnet und St. Peter-Ording hat erst seit 1932 Bahnanschluss. Heute ist St. Peter-Ording mit Abstand der wichtigste Ort entlang der Strecke, weil das eben eine sehr beliebte Touristendestination ist und deswegen auch hier die Bahnstrecke eben vor allem für Touristen sehr, sehr interessant und wichtig. Auch hier wieder sehr vergleichbar zur Bahnstrecke Heide-Büsum. Auch hier gibt es einen wichtigen Zwischenhalt und das ist Tönning. Während wir hier jetzt den Haltepunkt von Karting passieren und hier sieht man jetzt wirklich, also der Ort liegt tatsächlich auf der Seite, die wir hier gerade sehen und war vom Bahnhof aus noch nicht mal zu erkennen. Da sieht man wirklich, wie weit die eigentlich von der Ortschaft entfernt liegen. Wie gesagt, diese Bahnhöfe haben halt auch wirklich keine große Bedeutung mehr. Da sind sicherlich einige Schüler und Berufstätige, die diese Verbindung auch nutzen, aber der große Nutzen, zum einen die Anbindung der etwas größeren Ortschaft Tönning, zum Hauptteil jedoch die touristische Anbindung von St. Peter-Ording. Interessant ist auch noch, dass man früher von Tönning aus mit einer Fähre übersetzen konnte nach Karolinenkoog und von Karolinenkoog aus gab es dann eine Bahnstrecke nach Heide. Und vor der Eröffnung der Marschbahnen von Heide Richtung Husum war die Variante von Husum nach Tönning mit der Fähre nach Karolinenkoog und von dort aus nach Heide zu fahren die schnellste Verbindung zwischen Husum und Hamburg. Also man sieht schon, die Bedeutung der Strecke hat sich immer mal wieder geändert. Heute, wie gesagt, hauptsächlich für die Touristen eine sehr wichtige Verbindung. Hier kommen wir nun langsam wieder nach
Bad St. Peter-Ording. Die meisten Fahrgäste waren hier inzwischen ausgestiegen. In Bad St. Peter-Süd. Ich war jetzt zu einer Zeit unterwegs, wo wenig Touristen im Zug waren, sondern hauptsächlich die Einwohner hier der Region. Deswegen war der Zug dann jetzt inzwischen schön leer. Wir können auch noch mal kurz in die zweite Klasse gucken. Wir sehen hier schon den sehr engen Sitzabstand, der ja für den Lind in der zweiten Klasse typisch ist. Dafür aber hier eine etwas gehobene Ausstattung mit Klapptischen und kleinen Netzen an den Sitzen. Und hier erreichen wir dann jetzt auch den Bahnhof von Bad St. Peter-Ording, den Endhaltepunkt dieser Strecke. Und hier steige ich dann natürlich entsprechend auch aus. Das war's damit dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr dann auch gleich sehen, von wem die Musik stammt, wann mein nächstes Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.